Hallo zusammen, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu diesem Video. Ja, in diesem Video mache auch ich, wie einige YouTube-Kollegen von mir das auch schon gemacht haben und einige werden das wahrscheinlich auch noch machen, mache ich auch mal ein Top 5 Video von den Sachen, die ich im Jahre 2023, also letztes Jahr, halt gelesen habe. Bei mir geht es da wirklich auch um die Sachen, die ich dort gelesen habe. Die müssen nicht zwangsläufig 2023 erschienen sein, weil ich ja auch altes Zeug lese, weil ich ja von den neuen Sachen sowieso im Moment gar nicht so viel lese. Es können aber auch Sachen sein, die da erschienen sind und die ich aber trotzdem vielleicht auch schon mal früher gelesen habe, die auch Reprints von, ja, Sachen, die älter sind oder Sachen, die im Jahr 22 erschienen sind und ich habe die erst 23 gelesen. Ihr wisst, worauf ich hinaus will. Es geht halt wirklich um Comics, die ich im Jahr 2023 gelesen habe. Da waren viele gute Sachen dabei. Ich hatte natürlich nicht jeden Monat so viel Zeit, so viel zu lesen, habe dann die Dinge nochmal Revue passieren lassen und musste halt feststellen, dass es echt schwer immer ist, so eine Top 5 zu machen. Weil, ja, was nimmst du rein, was nimmst du nicht rein? Das ist halt immer so eine Sache, ne? Das kennt ja jeder. Und so eine Top-5-Liste, muss man auch immer sagen, ist auch eine Momentaufnahme. In dem Moment, wo ich mir halt die Gedanken darüber mache, was fand ich am besten, ist das halt für den Moment das, was ich am besten finde. Wenn ich mir das Video in 10 Jahren und dann immer noch YouTube, also ich weiß nicht, ob ich in 10 Jahren noch YouTube mache, aber dann mir das noch angucke, kann es auch mal sein, dass ich sage, ach, so doll war das ja gar nicht. Oder ey, das ist bei mir damals nur Platz 5 gewesen, das ist doch das Geilste, was es gibt. Ihr versteht, was ich meine, ne? Das ist ja eh immer so mit diesen Top-Listen. Also es gibt zwar Comics, die ich seit zig Jahren auf irgendwelchen hohen Rankings bei mir persönlich habe, was sich seit zig Jahren nicht geändert hat, aber in den Jahren ändert sich ja auch immer mal einerseits der Geschmack, aber andererseits bei mir gar nicht so viel der Geschmack, aber bei mir auch teilweise so Dinge, wenn ich dann anderes davon lese oder noch älteres Zeug, was ich noch nie gelesen habe, lese und dann die Dinge, die ich dann gut bewertet habe, so denke, ah, das andere ist aber besser. Ihr versteht, was ich meine. So, genug von diesem Rumgelaber am Anfang. Ich komme auch schwierig zum Punkt. Wir fangen an. Wir gehen natürlich rückwärts und ich werde euch den ganzen Kram im Nachhinein einblenden. Hab hier zwar so ein paar Sachen liegen, aber habe auch nicht alles rausgeräumt. Das ist nur so eine Gedächtnisstütze von mir, weil ich bin ja alt, was ich wo ranken würde. Und bei mir den Anfang im Ranking, sprich eigentlich auf dem 5. Platz, damit fangen wir ja an, ist tatsächlich das Ende des Nick Spencer Runs in der 2019 ja mal gestarteten Spider-Man-Serie. Bezieht sich auf die Hefte 45 bis 49. Danach hat ja Zeb Wells übernommen mit diesem Beyond Arc. Der ist da jetzt nicht drin. Aber diese Ausgaben, dieses Sinister War, ist bei mir auf Platz 5. Zum einen zum großen Teil von Mark Bagley gezeichnet, zeichnerisch schon mal geil. Dann muss ich sagen, ich hatte ja auch zu allem da irgendwie Reviews gemacht, muss ich halt sagen, das war absolut toll, wie Nick Spencer genau in seinem Finale nochmal das gemacht hat, was er im ganzen Run schon gemacht hat. Mal besser, mal schlechter. Er hatte ja auch Durchhänger, muss man sagen, im Run. Ich würde nicht den ganzen Nick Spencer Run als das Nonplusultra sehen, aber das Finale, das war großartig. Er hat da, worauf ich raus wollte, was er im ganzen Run schon gemacht hat, er hat immer diese Bezüge gehabt zu älteren Sachen, die ich halt über die Jahrzehnte gelesen habe, wo ich mich dann erinnere, dann holt er wieder eine alte Figur raus, die schon lange seit den 80ern, sage ich jetzt mal als Beispiel, nicht mehr aufgetaucht ist, holt die rein, fügt die Sachen mit den aktuellen Entwicklungen zusammen,
Die Auflösung, wer Kindred, was hinter, oder wer oder was hinter Kindred steckt, fand ich auch richtig gut, fand ich auch insgesamt stimmig zu den Ereignissen, die es früher gab. Und seine Referenzen an vorangegangene Runs, Dan Slott Run, aber auch teilweise David Michelini Run in den 80ern und 90ern oder was weiß ich für Runs, wie er das dann alles verknüpft hat, fand ich super. Mein Platz 5. Auf Platz 4, für mich eine Storyline bei Batman, die ich zum ersten Mal komplett vor, jetzt muss man ja schon sagen, 9 Jahren, ich glaube 2015 haben sie das neu aufgelegt, gelesen habe, damals halt nur stückweise gelesen, kam ursprünglich im Jahre 2003 raus, hatte ich ja auch nochmal besprochen, habe ich ja in diesen Eagle Moss Ausgaben, gibt es aber auch eine Gesamtausgabe, da muss ich mal gucken, was ich euch davon einblende, ich habe es auf jeden Fall in diesen 2 Eagle Moss Ausgaben, Batman Hush. Wie gesagt, ist ja jetzt über 20, also jetzt, wenn ihr das Video seht, über 20 Jahre alt, aber ich find's immer noch toll. Mir gefällt dieser Run, diese ganze Neuausrichtung der Serie. Man hat der Serie ja damals neuen Schwung gegeben, auch zeichnerisch halt Jim Lee am Start. Super Bilder. Und damals neuen Protagonisten, neuen Gegner eingeführt, mit Hush halt, Bezüge zu Bruce Waynes Vergangenheit hergestellt und halt auch echt viele von seinen Schurken halt auftreten lassen, die irgendwie mit Hush dann zu tun hatten. Was halt auch so einen guten Überblick über die Schurkengalerie von Batman gibt. Natürlich kam nicht jeder drin vor, aber es sind schon so wichtige Charaktere, auf die, gegen die Batman antreten muss. Und daran sieht man halt auch, wenn man das liest, sieht man halt auch wieder, man muss halt echt sagen, Batman hat eine echt tolle Schurkengalerie. Also die Schurken bei Batman, die machen schon was her. Mein Platz 4. Obwohl es halt eine ewig alte Geschichte ist, aber wie gesagt, 2023 nochmal gelesen. Dann bei mir auf Platz 3, ja, da blende ich jetzt irgendein Paperback davon ein. Ich habe ja im Zuge, dass die jetzt neu aufgelegt wurden in diesen Hardcovern, auch angefangen, meine Softcover, die ich davon habe. Und Hardcover habe ich davon halt mir ja auch 2 geholt, wo ich Lücken geschlossen habe. Der ultimative Spider-Man. Beim ultimativen Spider-Man muss ich sagen, damals als er erschienen ist, 2001 in Heftformat, habe ich Abstand davon genommen, weil ich damals sagte, ja, ich brauche keine alternative Version aus einem alternativen Universum von Spider-Man. Ich habe ja meinen Spider-Man, ich muss mir das Ganze nicht nochmal in anderer Form geben. Bin dann relativ spät in die Serie dann doch mal eingestiegen, 2008 mit Heft 60 damals, habe mir die letzten 10 Hefte geholt und dann rückwirkend den Run halt in Paperbacks und habe das jetzt halt wieder gelesen, hatte auch noch nicht alle Paperbacks gelesen, die habe ich halt über die Jahre gekauft, nicht immer Zeit gefunden, alles zu lesen, ein paar hatte ich ja schon gelesen, ein paar dann für die Reviews nochmal und ein paar waren auch zum ersten Mal, habe ich auch zum ersten Mal gelesen, habe auch damals auch 2 Paperbacks von der Serie schon mal geholt, als ich noch studiert habe, aber auch als die Serie schon länger lief. War, glaube ich, sogar noch vor dem Heft. Auf jeden Fall toll. Absolut toll. Lohnt sich. Lohnt sich meiner Meinung nach, vor allem auch, wenn man den regulären Spider-Man gelesen hat, das dann hier nochmal anders zu sehen und auch sehr stimmig zu sehen, weil es im neuen Universum funktioniert, finde ich super. Die Reihe finde ich echt gut. Ein paar Ausgaben werde ich ja noch lesen und dann auch in den nächsten Wochen oder Monaten besprechen, weil ich ja im Moment nicht so viel Zeit habe. Das müsste jetzt, das war jetzt, glaube ich, Rang 3. Kommen wir mal zu Rang 2. Das ist tatsächlich auch 2023 erschienen, ist aber auch eine uralt Geschichte. Ja, George Perez New Teen Titans. Und da meine ich vor allem
den Judas Contract, bei uns erschienen in Band, den habe ich hier auch liegen. Kann ich auch mal was reinhalten. Jetzt werde ich es einblenden. Der Judas Contract bei uns natürlich. Ja, Marv Wolfman, George Perez, es ist halt der entscheidende oder der wichtigste Arc innerhalb dieses New Teen Titans Runs der beiden. Insgesamt die New Teen Titans Serie absolut großartig, finde ich heute noch toll. Und hatte ich ja durch diese Nachdrucke jetzt von Panini überhaupt die Möglichkeit, das mal ganz zu lesen. Ich hatte ja damals... die hatte ich mir aber auch mal nachgekauft, die jungen Giganten, da war was drin. Dann hatte ich halt zwei Eagle Moss Ausgaben davon, wo der Anfang und auch dieser Judas Contract drin ist. Und Judas Contract kann ich halt absolut empfehlen, Verrat in eigenen Reihen und super. Ist, würde ich sagen, der stärkste Arc innerhalb der Serie. Die Serie ist aber auch durchgehend gut, weil sie halt dieses Familiengefühl vermittelt. Wir haben ja bei Marvel zum Beispiel halt die Fantastic Four, die dieses als Team, dieses Family-Gefühl vermitteln, weil sie halt auch zum großen Teil eine Familie sind. Und wir haben halt bei DC, das in den Teen Titans, die auch, die zwar keine verwandtschaftlich gesehen Familie sind, aber wie eine Familie rüberkommen. Außerdem damals halt die Sidekicks, endlich mal mit einem eigenen Team. Es gab ja auch vor den New Teen Titans schon die Teen Titans Serie, aber die New Teen Titans haben es halt noch mal auf ein anderes, diese Serie hat es auf ein anderes Niveau gehoben. Absolut großartig und den Arc kann ich jedem empfehlen. Auch für die Leute, die vielleicht nicht die ganze Serie haben wollen. Wenn ihr ein Ding davon haben wollt, dann holt euch Judas Contract. Ja, kann ich nur empfehlen. Dann... Das ist mein Platz 2, ja. Platz 1 fehlt dann noch. Was könnte bei mir Platz 1 denn sein? Das ist ja die große Frage, die wir uns jetzt hier... Ja, Leute, die mich kennen, werden das eigentlich schon wissen. Und die, die Videos verfolgt haben, werden wissen, was bei mir auf Platz 1 ist. Natürlich von Zauberstern Savage Dragon. Endlich von Anfang an auf Deutsch in einem Magazinformat, was ich gerade bei Eric Larsens Zeichnungen großartig finde. Ein super Preis-Leistungs-Verhältnis. Es ist an den Kiosken zu finden. Über welche Comics kann man das noch sagen? Natürlich lustige Taschenbücher, Mickey Mouse, Gott sei Dank noch. Aber viele von den Superhelden-Sachen sind ja am Kiosk gar nicht mehr präsent. Und Zauberstern, top. Absolut top. Das ist ja mein erstes Heft von Zauberstern gewesen und diese Geschichte darin, diese Anfänge habe ich ja auch auf Englisch und auch schon auf Englisch gelesen. Aber auf Deutsch das zu lesen, nochmal in dieser Qualität, in diesem Magazinformat, absolut top. Meine absolute Nummer 1 2023, auch 2023 erschienen. Natürlich eine Serie aus den 90ern, für die Leute, die das nicht wissen. Da müsst ihr halt auch so ein bisschen affin sein für die 90er-Jahre-Zeichnungen, wo man natürlich sehr, sehr übertrieben hat und so. Und auch die Art, wie es geschrieben ist, ist natürlich klar 90er-Jahre. Die Serie entwickelt, weiß ich ja schon, dass sie sich krass entwickelt. Ja, für mich Comic des Jahres, einfach bei mir 2023. So viel dazu. Jetzt schreibt ihr mir mal rein, was bei euch so die Top 5 oder Top 10 könnt ihr auch reinschreiben, bitte alles in die Kommentare ballern, was bei euch da so hängen geblieben ist. Gerne liken, wem das Video gefallen hat und gerne den Kanal abonnieren, wenn ihr das noch nicht gemacht habt. Und dann sage ich mal, bis zum nächsten Video. Ciao.